Die Aufbrecher. Dialog im Dunkeln. Die Arbeit, die ich tue, die befriedigt mich. Ich hatte das erste Mal in einem dem dunklen Raum war, den Eindruck zu wissen, das ist es. Ich habe dann eigentlich mein Leben dieser Aufgabe, dieser Ausstellung verschrieben. Ich glaube, dieser Bedarf, seine eigenen Grenzen kennenzulernen und auch anderen Menschen, die anders sind, kennenzulernen, der ist in der Tat sehr groß. Andreas Heinecke. Jahrgang 1955. Berufung Social Entrepreneur. Zurzeit Aufbrecher. Andreas Heinecke ist geschäftsführender Gesellschafter der Konsens Ausstellungs GmbH in Hamburg. Seit 17 Jahren entwickelt er spezielle Ausstellungskonzepte, die sich mit der Wahrnehmung von Menschen und menschlicher Wahrnehmung beschäftigen. Seine bisher erfolgreichste und bekannteste Ausstellung ist der Dialog im Dunkeln. Die Idee in 60 Sekunden. Die Idee von Dialog im Dunkeln ist denkbar einfach. Wir verdunkeln Räume, gestalten die szenisch und laden die sehenden Besucher ein, von blinden Menschen durch diese Räume geführt zu werden. Dadurch entsteht ein Rollentausch, das heißt, die Sehenden sind auf einmal blind, sind ihres Hauptwahrnehmungsorgans beraubt und blinde Menschen aufgrund ihrer Lebenssituation natürlich gewohnt, sich nicht visuell zu bewegen, sind in diesem Szenario die Sehenden. Dieser Rollentausch dient dazu, dass wir uns Gedanken machen über unsere Vorurteile, über unsere Stereotypen. Und wir haben die Chancen, von beiden Seiten, blinde wie sehende Menschen, sich neu zu begegnen. Es gibt einen ganz entscheidenden Satz für meine Arbeit. Ach so. Nochmal. Auch in vielen Sätzen ist nicht die Erfahrung wiederzugeben, die man als Besucher der Ausstellung mit nach Hause nimmt. Die Idee der Erschaffung einer völlig dunklen Erlebniswelt kam Andreas Heinecke bereits 1988. Damals unterstützte er einen blinden Kollegen bei der Einrichtung eines Arbeitsplatzes und erkannte, dass auch Qualitäten aus einer schweren Behinderung zu schöpfen sind. Ihn störte das falsche Mitleid und die Berührungsängste vieler nicht behinderter Menschen. So kam der Gedanke, einen Begegnungsort zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen anzubieten. In Frankfurt entstand die Ausstellung damals zum ersten Mal. Seitdem wandert der Dialog im Dunkeln um die Welt und verändert die Denkweise seiner Besucher und überraschte sogar zunächst seinen Erschaffer. Als ich das erste Mal im Dialog war, so 1988 in Frankfurt, gab es also eine Szene, die ich sicherlich nie vergessen werde. Ich war mit meiner Freundin in dem Raum und ich lehnte sie neben mir und wollte mich also zu ihr hinwenden und ihr einen Kuss geben. Und als ich dann also auch auf einen Mund traf, gab es aber nur eine Verwunderung, weil es war die falsche Frau. Also es war gar nicht mehr meine Freundin, es war eben eine andere Dame, die sich an ihrer Stadt dahin bewegt hat.
Das heißt, obwohl ich ja das an dem Konzept sehr, sehr nah, sehr eng gearbeitet habe und das auch entwickelt habe, war ich doch sehr, sehr überrascht worden, welche Wendungen das Leben im Dunkeln nehmen kann. In der Hamburger Speicherstadt ist der Dialog im Dunkeln im Jahr 2000 erstmals sesshaft geworden. Rund 42.000 Führungen sind die bisherige Bilanz. Schulklassen, Firmen und viele andere Erfahrungsinteressierte lassen sich hier jeden Tag ins Dunkle führen. Oft reagieren die Besucher in der völligen Dunkelheit zunächst mit Angst und Unsicherheit. Doch ein freundlicher Guide erwartet den Besucher bereits und nimmt ihn mit in seine Welt des Nichtsehens. Ja, dann erstmal hallo, mein Name ist Mariam und bevor es losgeht, muss ich noch ein paar Dinge sagen. Als allererstes, wer noch seine Uhr hat, die im Dunkeln leuchtet, das heißt eine Digitaluhr, um mit Leuchte verblättern, die bitte in die Tasche stecken und Handys müssen ganz aus sein. Ich führe Sie dann nicht durch, das macht ein Guide, den Namen erfahren Sie drin. Gut, dann kriegt ihr dann noch einen Blindenstock von mir. Wichtig bei den Stöcken ist, die Stockspitze immer am Boden lassen, also nicht anheben und gucken, wer da so vor einem ist. Und ansonsten einfach ganz gemütlich vor den Füßen hin und her pendeln. Gut, dann können wir los. Wie geht es ein bisschen um die Ecke? Okay, herzlich willkommen bei Dialog im Dunkeln. Mein Name ist Simone. Hallo. 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 Ich bin Ihr Guide und das bedeutet, ich mache die Führung, die Tour mit Ihnen jetzt durch die Ausstellung. Ich bin jetzt immer da, immer in der Nähe, dass Sie nicht alleine. Während der Tour laufe ich meistens vorne. Und das heißt für Sie, wo die Stimme herkommt, ist vorne. Dann mache ich mal die erste Tür auf, die ist hinter mir. Ja, das ist ein kleines Bächlein, was hier fließt und da drüber führt eine Brücke, da gehen wir jetzt rüber. Verena steht schon drauf. Ja. Genau. Und wir haben auch links ein Geländer, Verena. Ah ja. Ein Brückgeländer. Du kannst ja auch da links drüber passen. Da ist ein kleiner Wasserfall. Schauen Sie ruhig mal. Und ja, ja. Ja, schön, ne? Okay, dann gehen Sie einfach weiter über die Brücke, Verena. Genau. Danach kommt ein kleines Ende. Mein eigentlicher Beruf ist Sozialarbeiterin. Ich war dann nach dem Studium arbeitslos und habe dann angefangen, für Projekte zu arbeiten, für Dialog im Dunkeln. Die Besucher, die in die Ausstellung kommen, haben besonders am Anfang dann auch Angst, vielleicht nicht jeder, aber zumindest so ein komisches Gefühl im Bauch und sind zumindest unsicher, wenn sie das erste Mal ins Dunkle kommen. Ich mag es, den Leuten diese Angst zu nehmen, indem ich zeige oder versuche zu vermitteln, dass die Welt des Dunkeln auch sehr interessant, schön und faszinierend sein kann. Als Guide führen natürlich blinde Menschen durch die Ausstellung. Doch auch im Umfeld des Dialog im Dunkeln arbeiten blinde oder auch taubstumme Menschen. Oft ist dies die erste wirkliche Anstellung für die Mitarbeiter. Für die Berufswelt zentrale Fähigkeiten können hier entwickelt werden und erleichtern die spätere Neufindung eines Arbeitsplatzes. Andreas Heinicke sieht seine Konsens GmbH nicht wirklich als Non-Profit-Unternehmen. Für ihn hat Profit auch noch eine andere Bedeutung. Profit bedeutet, ich habe 1 Euro und am Jahresende habe ich 2 Euro, ist es solch eine Betrachtung. Wenn ich aber 1 Euro habe und ich habe nach einem Jahr wieder 1 Euro und habe da wirklich Menschen geholfen, aus ihrer Benachteiligung zu entkommen, dass behinderte Menschen Arbeit finden, dann denke ich, hat sich dieser 1 Euro rentiert und ist auch ein Profit entstanden. Was Profit ist, liegt im Auge des Betrachters. Oder blindengerechter formuliert, an der persönlichen Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung ist nicht die Wirklichkeit, sondern das, was wir dafür halten. Ich denke, dass die Konstruktion von Wirklichkeit natürlich im Höchstmaße von unserer Vorgeschichte, von unserer Wahrnehmung abhängt.
Und das Schöne ist ja bei Dialog im Dunkeln, dass das, was wir als Wirklichkeit sehen, auf einmal relativiert wird. Wir kriegen sehr häufig die Frage gestellt, wie denn die Ausstellung denn wirklich aussehen würde oder wie sie denn wirklich ist. Und ich sage jedes Mal, das ist Wirklichkeit, nur aus nicht visuellen Elementen zusammengesetzt. Andreas Heinicke wurde von der weltumspannenden Ashoka Foundation als erster Sozialunternehmer Deutschlands in das Netzwerk aufgenommen. Doch Ashoka fördert nicht einfach nur wohltätige Projekte. Wir sind also nicht eine Wohltätigkeitsorganisation, die jetzt sagt, wir helfen Leuten, die mal gerade die Idee haben, was zu machen, sondern wir sehen uns letztendlich als Investoren in den gesellschaftlichen, in den sozialen Bereich. Und das bedeutet, dass wir die Besten suchen, die besten Chancen haben, groß zu werden und auch das zu verwirklichen, was sie wollen. Die Stiftung wurde 1980 in Indien gegründet. Ashoka ist in 53 Ländern präsent und unterstützt weltweit rund 1600 sogenannte Social Entrepreneurs. Zu den Förderern gehören unter anderem die Gründer von eBay, die Familie Hilti und die Unternehmensberatung McKinsey. Ashoka fördert keine Projekte, sondern Menschen, die ihr Leben einem sozialen Wandel gewidmet haben. Social Entrepreneur erhalten Stipendien und professionelle strategische Hilfe, damit sie ihre Ideen bestmöglich umsetzen können, wie Andreas Heinicke. Er erfüllt letztendlich genau die Kriterien, die wir an einen Social Entrepreneur stellen. Er hatte eine neue Idee, eine Vision, ein gesellschaftliches Problem zu lösen und hat sie auf unternehmerische und kreative Weise umgesetzt und hat für Skalierbarkeit gesorgt. Wenn ich davon erzähle, ich bin ein Social Entrepreneur, dann reagierten die meisten eigentlich mit einem gewissen Lächeln, weil ich mich vorher also auch immer als Social Bankrotteur dann dargestellt habe, weil sagen wir, diese Gratwanderung zwischen Erfolg und Misserfolg ist doch meistens sehr, 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 sehr schmal. Auch schmale Pfade lassen sich bewandern. Wirtschaftlichkeit ist auch mit einem wohltätigen Projekt möglich, wie diese Ausstellung deutlich beweist. In Frankfurt am Main wurde das Dialogmuseum eröffnet. Natürlich darf da auch die amtierende Oberbürgermeisterin Petra Roth nicht fehlen. Hier finden sich neben der Ausstellung und einem Restaurant im Dunkeln auch eine Art Casino mit verschiedenen Kommunikationsspielen. Der Dialog im Dunkeln wird als Konzept lizenzrechtlich weiterverkauft und ist dabei äußerst erfolgreich. Ausstellungen weltweit in 17 Ländern. Besucher insgesamt über 4 Millionen. Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen ca. 4000. Nach der Ausstellung weitervermittelt etwa 40%. Andreas Heinicke arbeitet bereits an weiteren Ausstellungen. Ein Dialog im Stillen ist geplant. Die Begegnung mit nicht-akustischer Wahrnehmung. Für den zum Social Entrepreneur erwählten Unternehmer ist sein Beruf Berufung geworden. Also die Auswahl, als erster Social Entrepreneur in Westeuropa zu gelten, hat schon einiges bei mir bewirkt. Ashoka hat mir eine Identität gegeben. Das heißt, ich habe mich immer gefragt, was machst du eigentlich? Und wenn ich mit Leuten mich unterhalten habe und erzählt habe, was ich tue, gab es immer letztendlich ein Fragezeichen auf den Pupillen. Und jetzt habe ich eine Einbindung in ein Netzwerk erhalten und ich lerne Menschen kennen, die auch Ähnliches tun wie ich. Und das stärkt natürlich ungemein das Selbstwertgefühl. Ich habe halt gemerkt, dass diese Tätigkeit mit dem Dialog und um den Dialog vor allem natürlich mir so viel Möglichkeiten gibt, mich zu entwickeln, meine Potenziale zu erkennen, mich in unterschiedlichen Situationen zu erleben, dass ich schon denke, dass das ist es. Natürlich ist es auch sehr wohltuend, Anerkennung zu bekommen, wahrgenommen zu werden, Möglichkeiten zu haben, sich weiterzuentwickeln, neue Projekte anzuschieben, neue Leute kennenzulernen. Das ist so vielschichtig und so reich, dass ich eigentlich jeden Tag ins Bett gehe und müde bin und weiß, dass der Tag gut war und ich mich auf den nächsten Tag freuen kann. Kamera Philipp Flämig. Ton Mustafa Abadusch, Miki Markovic. Schnitt André D. Konrad Kirstein. Tonmischung Alfred Huff. Sprecher Corinne Schied, Tom Spalek. Redaktion Kerstin Ripper. Regie Andreas Simon. BSB Film Medienproduktion Wiesbaden in redaktioneller Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsmagazin Brand 1 im Auftrag des ZDF Infokanals.